So, da Camp Tager ja jetzt wieder fertig ist, hier mit der ganzen Sache, kann es ja auch weitergehen. Okay, gut, dann nächstes Level, Bosskampf, wahrscheinlich. Lasst uns schauen, was für ein fieses Monster im Kern Zukant lebt und lasst es uns zerstören. Ist das Balance? Es sieht aus wie er. Für mein Zuhause, ich werde dieses Ding besiegen. Wir können es nicht von hier entwischen lassen. Es sieht so aus, als ob wir diesen Feind mit der richtigen Strategie ziemlich einfach vermöbeln können. Wir müssen seine Schwachstellen angreifen und nicht von seinem Kumpan abgelenkt werden. Alle bereit? Wir packen das. Ja, super. Der hat Unterstützung dabei, oder was? Die feige Sau. Na, das liebe ich, ja. Gegner mit Unterstützung. Na. Okay. Es ist ein Auge. Oh meine Güte. Wow. Wow, 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 wow. Und diese Augen halten unmenschlich viel aus. Der Boss selbst allerdings anscheinend eher weniger. Na gut, ich muss die Augen aber trotzdem loswerden. Ganz ehrlich. Die blocken ja sowieso die Schüsse auf den Boss. Dementsprechend muss ich die ja sowieso loswerden. Ah, und wenn man alle Augen zerstört hat, wird er sauer. Wow. Und Bomben. Okay, Bomben scheinen nur begrenzt Auswirkungen zu haben. Wow. Ich habe noch nicht eine Form vom Boss wirklich gut hinbekommen. Das, wow. Was auch immer mich da jetzt getroffen hat. Das ist auf jeden Fall voll schlecht gerade von mir. Alter Kollege, hör auf mit dem Scheiß. Kriegen wir denn jetzt mal was hin? Okay, nicht schießen, wenn die Augen das blocken. Obwohl es auch ein Achievement dafür gibt, wenn man eine gewisse Anzahl an Augen abschießt. Ich glaube, wenn man alle Augen abschießt, wahrscheinlich. Naja. Aber die Augen sind viel zu nervig, als dass man die einfach am Leben lassen könnte. So. Wow, ich habe mal zwei Diamanten. Tolle Sache. Super. Da ist es auch gar nicht irgendwie voll hier. Na komm. Na gut, weil ein paar Augen weg sind, geht's dann natürlich. Ja, einfach mal ein komplettes Schild aus den Augen. Finde ich super. Okay, wie man das hier machen soll, ist mir ein Rätsel. Da ein das doch ganz schön in eine Ecke drängt. Okay, die diese Form ist nicht schaffbar. Neustart. So, jetzt weiß ich ein bisschen besser Bescheid und dieser Boss ist scheiße. Mal so. So. Verreckt doch mal alle. Der Boss ist echt absolut scheiße. Und es ist ein bisschen dumm, dass meine
Sekundärwaffe immer auf den nächsten Gegner geht, anstatt wirklich vernünftig zu zielen. So. Danke. Ach, hey. Und dann bewegt der Boss sich auch noch. Da ist der super. Keule, du bewegst dich definitiv zu viel. Danke, dass du mal drauf gehst. Bam. Der erste ist direkt tot. Ja. Nee, der Boss ist irgendwie ein bisschen blöd. Ha. Das hier ist noch mitunter die angenehmste Form. Halt die Augen jetzt mal nicht um den Boss rumschwirren und meine Schüsse nicht blocken. So. Früher oder später wird irgendwas kaputt gehen. Vorzugsweise der Boss. Die Form ist einfach. Wir werden einfach das Schießen unterbricht, solange seine Kumpanen da sind. Ach, das läuft doch schon viel besser. Dankeschön. Alter Scholli. So. Holla die Waldfee. Und ui, ein Sternhang. Da, das war eine fiese Form. Weil es jedoch ganz schön eng ist teilweise, aber so drei von denen schon tot sind. Und jetzt sind vier tot. Ja. Sobald es mal zwei oder drei weg sind, wird es besser. Okay. Ja, das drängt mich jetzt hier wunderschön zur Seite und ich weiß noch nicht, wie ich da durchkommen soll. Ganz ehrlich. Und wie das gedacht war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber hey. Weil, ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen voll. Wenigstens sind die Revenge-Bullets vor den Augen nicht allzu schlimm. Ja. Welle 12. Okay, uff. Alter Schwede. Und das ist zum Glück gar nicht knapp oder so. Und deine letzte Phase. Alter, du Bastard, beweg dich gefälligst nicht so viel. Ne. In dieser Phase fungieren die Augen dann noch als Schutzschild. Aha. Wow. Bam. Ein 2-Sterne-Rang aber immerhin. Das lief besser als gegen die Wespe. Seht ihr ein Kinderspiel, während seine Rüstung durchbricht und seinen Hauptkörper angreift? Ich glaube, einige unserer Zweitwaffen waren ein bisschen zu stark für den Kampf. Zum Beispiel die, die seine Rüstung ignoriert haben. Dieser Boss hatte wirklich offensichtlich Schwachstellen. Ach, so eine Zweitwaffe gibt's. Ich sollte auch vielleicht noch mit anderen Charakteren spielen, ne? Nach diesem Kampf sollte er vielleicht seine Augen überprüfen lassen. Ich denke nicht, dass er in diesem Kampf klar sehen konnte. Habe ich recht? Das ist so lustig. Du sollst ganz einfach ein Komiker werden und uns in Ruhe lassen.
Dann halt nicht. Ey, Vulkan erledigt. Ja, das war jetzt einfacher als die Wespe. Insgesamt. Okay. Dann ab in die nächste Welt. Ah, das ist schon besser. Metall und Maschinen, soweit das Auge sehen kann. Hier gehöre ich hin. Ich nehme nur Smog und Abfall und Giftmüll. In dieser Welt zu leben ist furchtbar. Und ein unbedeutender Preis für eine erstaunliche, für die erstaunliche Verbesserung, die die Technik in unser Leben gebracht hat. Diese Art zu leben ist abgelaufen. Ja, was für Verbesserungen denn? Ich kann ein gesundes und produktives Leben führen, ohne dass mir irgendeine Maschine hilft. Roboter können sich nun um jeden Bedarf kümmern, da alles für die maximale Effizienz automatisiert ist. Wir leben in einer Welt voller Ressourcen und das, ja, das ist die Essenz einer wahren Utopie. Und natürlich ist der Krieg luxuriöser und aufregender als je zuvor. Meine schlaflosen Nächte in den Gräbern näher. Ich kann meine Feinde jetzt vom Himmel aus bombardieren. Ich mache mir manchmal um deine seelische Gesundheit Sorgen. Und um unsere körperliche Gesundheit. Okay. Sind wir in einer Welt voller Maschinen, die nichts aushalten? Okay. Mittlerweile Welt 7. Ja, so viel kommt da ja gar nicht mehr. Obwohl, es gibt ja auch die Bonus-Level und so. Alter, ihr schießt aber ganz schön in kurzen Abständen. Bam. Yay, alles kaputt machen. Ach ja, das schon macht Spaß. Man kann ja alles kaputt machen. Alter, die Maschinen halten aber echt nix aus, ne? Bam. Nee, die halten echt nicht viel aus. Ui, die Stachelbälle sind wieder da. Okay, die Welle werde ich definitiv nicht perfekt hinkriegen. Aber egal. Aussitzen klappt ja zum Glück auch. Ja, ich habe auch schon ein paar Level im Pazifisten-Modus gemacht. War auch ganz witzig. Ja, und ich habe auch schon Boss im Pazifisten-Modus gemacht. Und zwar in Welt 1, den Boss. Okay. Das sind aber ganz schön viele Gegner hier. Bäm. Jag in die Luft das Gesindel. Puff. Ach ja, die Maschinen sind auch cool. Ja. Okay. Und so. Und du hier ganz in der Seite noch. Wow. Ey, stand der Typ gerade aus mehreren Teilen? Oder sah das nur so aus? Oh, schon in der Bonusrunde. Okay. Ey, die Heinis sind wieder da. Die Heinis aus der dritten Welt. Au. Mich gefälligst nicht von hinten an. Ach, ihr schießt. Ah, jetzt verstehe ich das. Ihr schießt, ihr kleinen Mistdinger. Hier seid ihr Arschlöcher. Alter Scholli. Wow. Diese Stachelbälle sollte man echt nicht zerschießen. Aber was bleibt einem anderes übrig, wenn die ganze Zeit die Schüsse auf die Gegner blockieren? Na, zwei Sterne. Unsere Roboter schienen nicht wirklich eine bessere Welt zu erschaffen, sie hatten anscheinend nur Zerstörung im Sinn. Natürlich nicht, das waren Tötungsdrohnen. Ihre Aufgabe ist es, die alte Welt zu zerstören, damit sie wieder aufgebaut werden kann. Die Landschaft muss erst von allen Pflanzen, Tieren und politisch an Aktivisten gereinigt werden.
Wer zur Hölle hat dich so schlecht erzogen? Wer hat dir wehgetan? Okay. 2 Sterne. Und noch ein Level. Erlaubt nur euch, die versteckte Schönheit einer Atomwaffenfabrik zu zeigen. Schaut euch all diese großen Rohre an. Sie pumpen nuklearen Schlamm in den Fusionsreaktor. Eine fantastische Symphonie der Strahlen. Der Gestank ist unerträglich. Ich kotze gleich. Ja, es riecht so ziemlich nach dir, Lance. Kein Wunder, dass du dich hier wohlfühlst. Strahlung, das ist nicht gut. Vergiss den Geruch, wir könnten mit Strahlung sterben. Beruhigt euch, das ist in Wahrheit nur ein Irrglaube, der von Klimawandelaktivisten in die Welt gesetzt wurde. Naja, Strahlung, so wie das Rauchen von Zigaretten, hat keinerlei negative Auswirkungen auf den Körper. Das ist Quatsch. Nein, das ist gelogen. Das ist ja schon eine gefährliche Dummheit, allerdings. Raucht nicht, Kinder, raucht nicht. Rauchen ist nicht gesund. Und Strahlung ist auch nicht gesund, also spielt in eurer Freizeit nicht in irgendwelchen Atomreaktoren. Och nee, schon diese Stachelbälle, ich mag die Stachelbälle nicht. Die blockieren immer die Schüsse und halten so viel aus. Und jetzt noch solche Mini-Viecher. Ich weiß gar nicht, muss ich die zerstören? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss nur das große Hauptding zerstören. Genau. So. Aber ich finde die Schüsse von denen voll cool. Diese, ja, Shuriken oder was auch immer die da werfen. In Rot. Sieht auf jeden Fall cool aus. Auch wenn die teilweise etwas seltsame Bewegungsmuster haben. Ui, Bomben. Bam. Holla, die Waldfee. Und ganz viele Maschinen. Ja. Auf die andere Seite und geht rauf. Wieder eine perfekte Welle hingelegt und doch nicht du. Doch. Alter Schwede. Stirbst du mal? Danke. Ja, ja, so viel zum Thema. Unsere Roboter halten ja nichts aus. Bei manchen Wellen frage ich mich allerdings, wie die wirklich machbar sein sollen. Vor allem, wenn einem dann einfach so was direkt in der Fresse explodiert. Und ey, wir haben ja auch wieder andere Gegner. Aus einer früheren Welt. Juhu. Schön, dass es die auch noch gibt. Und ein Herz. Oh wow, und jetzt sogar Gegner aus Welt 2. Im Grunde alles, was irgendwie grüne Schüsse hat. Ja, ja. Hauptsache grün, wa? Ne. Wow. Level komplett. Mit 2 Sternen. Ja, doch, so langsam wird es schwieriger. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass irgendwas Gutes aus dieser Fabrik kommt. Schmutziges Bauernkind, sei ruhig. Du wirst diese neue Welt schon bald zu schätzen wissen. Oder vom Fortschritt weggefegt werden. Das reicht jetzt, wirst du etwa wieder zum Faschisten. Faschismus ist nicht falsch. Er wurde einfach nur nie richtig angewendet. Ich kann es dieses Mal richtig tun. Ich brauche nur eine Chance, es zu beweisen. Ich bin mir recht sicher, dass es falsch ist. Aber mir fehlt der Grips, um es zu kapieren. Aha. 2 Sterne. Und noch ein Level. Wir nähern uns dem ultimativen zentralen Energiekern. Überschüssige Energie wird hier gespeichert und in willkürlichen Abständen in Form von elektrischem Schleim ausgestoßen. Ich empfinde wirklich Ehrfurcht vor dieser ingenieurtechnischen Meisterleistung. Pass auf, dass dein Höschen nicht nass wird.
Manche Personen können Wissenschaft und Technologie einfach wertschätzen. Es tut mir leid, dass deine geistigen Kapazitäten dafür nicht ausreichen. Ich mag Schwerter. Ja, Schwerter sind cool. Ui, ey. Wow, eure Schüsse sind ganz schön schnell. Also eure Revenge Bullets, meine ich. Pikachu. Ja. Überall Pokémon. Und so. Wow. Und voll ins Projektil rein. Genauso muss das laufen. Alter. Nein, ernsthaft, eure Revenge Bullets sind schnell. Was mich jetzt irgendwie auch nicht allzu sehr verwundert. Bei eurem Design. Ja. Spiel gerade aber auch schlecht, ne? Ich muss mich unbedingt wieder mehr konzentrieren. Oder auch nicht, ja. So, geht mal alle drauf. Und gib mir das Herz und lass mich voll in eine Bulle trennen. Wow, ich habe keine Bomben mehr. Ach nee, nicht nur diese scheiß Stachelbälle. Alter. Ihr haltet mir teilweise aber auch echt viel aus, ne? Und die haben jetzt auch noch Gegner aus der vorherigen Welt und wow. Warum bin ich in diesem Level jetzt so schlecht? Wow, ein B-Rang. Diese Schleime erinnern mich an etwas. Pika-Miau? Ach egal, ist auch nicht so wichtig. Lasst uns schauen, was sie noch so hier drin haben. Das mache ich direkt nochmal. Kann ihr nicht angehen. Ein B-Rang. So. Wow. Du, diese ganzen Pikachu-Viecher. Ja, geht drauf. Wow. Halt die Waldfee. Hier ist alles so schnell. Ja doch, die Bullets sind da mir einfach ein bisschen zu schnell. Da. Obwohl das eigentlich alles aimed ist und eigentlich kein Problem sein sollte. So, okay. Sehr schön. Ich habe meinen Rang jetzt schon verbessert. Auf einen B-Rang. So. Ach nee, nicht ihr Viecher. Ich meine, einer von euch ist ja kein Problem. Wie soll man das denn bitte machen? Sterbt. Okay, wieder auf. Wow, zwei Herzen.
So. Hey, neue Welle. Die wir vorher gar nicht hatten. Ah, diesmal werdet ihr nicht von so einem scheiß Stachelbällen beschützt. Sehr gut. 2 Sterne. Okay. Gut, aber damit ist der Part schon wieder zu Ende. Unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.